Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der französischen Blissim-Box im Monat April für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die deutsche Variante durfte ich ja schon auspacken. Da läuft auch, glaube ich, aktuell noch auf Instagram eine Verlosung. Schau da gerne mal vorbei. Und jetzt habe ich hier die französische Variante, die ich selbst im Abo habe. Da zahle ich, glaube ich, 17,90 Euro monatlich für. Ich blende euch das aber nochmal ein. Ist ein bisschen crazy, weil ich da damals irgendwas Falsches ausgewählt habe und deswegen eine komische Versandart habe und deswegen irgendwie 1-2 Euro mehr zahle als zum Beispiel Unbox Butterfly Nicole, die Box ja auch immer hier auf YouTube vorstellt. Auf jeden Fall haben wir diesen Monat hier auch ein sehr buntes, schönes, frühlingshaftes Design, was mir richtig gut gefällt. Also das ist eine schöne Box. Dieses Mal auch wieder eine Box. Und auch in so einem kleinen Format, das wechselt manchmal. Ne? Mal haben wir eine Box, mal haben wir eine Tasche, dies, das, Ananas. Und da schauen wir doch gleich mal rein. Ist eine Beauty-Abo-Box, die monatlich erscheint, außer im Sommer. Ich glaube Juli und August, das ist dann immer zusammengefasst. Und hat 5 Beauty-Produkte drin, die meistens etwas kleiner sind. Und trotzdem sind dann aber hier teilweise Marken drin. Da unglaublich Fenty Beauty, Full-Size Foundation, Full-Size Highlighter hatten wir schon drin. MAC Full-Size Mascara hatten wir schon mal mit dabei, also der Wahnsinn in Tüten. Und wir haben jetzt im April 2022 das Motto Beauty Heroes. Ja, da bin ich mal gespannt, welche Helden uns hier mit Superkräften ausstatten werden. Übrigens, kleine Eigenwerbung mal wieder an dieser Stelle. Sammy hat sich das da hinten schon gemütlich gemacht. Ich habe ein Buch herausgebracht und das heißt Sammy endlich ankommen. Das ist im Pelletier Verlag erschienen und das könnt ihr auch für 12,99 Euro immer noch dort kaufen. Und ja, sichert euch gerne die Erstauflage, wenn ihr möchtet. Und vielleicht jetzt noch kurz vor Ostern oder so in den Osterferien zum Stöbern. Das ist eine ganz, ganz süße Geschichte eigentlich, so aus Sammys Gesicht geschrieben, was ihm die 2 Jahre lang passiert ist, bevor er zu uns gekommen ist. Und das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Also jeder, der bislang die Geschichte lesen durfte, fand die sehr, sehr schön. Also schaut gerne mal im Pelletier Verlag vorbei. Ich habe euch das alles in der Infobox verlinkt und ich würde mich mega über euren Support da freuen. So, genau. Hier ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich habe mir eben schon die Mühe gemacht und dieses Editorial übersetzt, weil hier ist es auf Französisch. Wir haben ja, wie gesagt, auch die deutsche Variante und da ist es natürlich auf Deutsch, aber hier im Französischen ist es auf Französisch. Noch habe ich beide abonniert. Es wird sich aber bald ändern. Also wenn dann die deutsche Variante auch so das mit dem Online-Fragebogen und so weiter etabliert hat, denke ich, dass ich dann auch die französische Blissim-Box deabonnieren werde. Muss ich mal gucken, wie ich da so Lust drauf habe, zumal die deutsche Variante auch ein bisschen günstiger ist, ne? Okay, wir schauen, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Verlassen Sie sich auf die Creme der Superinhaltsstoffe, um Ihre Schönheitsroutine zu verbessern. Im April ist Ihre Produktauswahl mit Wirkstoffen gefüllt, die nachweislich Ihre Haut verändern. Algen aus Saint-Malo, Shea-Butter, Aloe Vera, Mango-Butter, Pfefferminze, Arganöl. Nehmen Sie das Beste aus der Natur. Jo. Auf dem Programm eine fachkundige und scharfe Auswahl an Beauty-Helden mit ungeahnten Superkräften. Also, es hört sich schon mal krass an, muss ich gestehen. Wir konnten uns, glaube ich, beim Lippenstift die Farbe aussuchen, die hier drin ist. Ansonsten sind die Produkte hier mit Preisen aufgeführt. Wir haben hier auch super viele Informationen da immer zu mit dabei. Und wenn wir dann auf der Homepage sind, können wir direkt die Produkte im Online-Shop nachshoppen. Das ist da bei der französischen Box sehr, sehr gut etabliert. Dann sind hier so ein paar Inhaltsstoffe nochmal erklärt. Das ist auch mal eine ganz gute Geschichte. Also wir haben in diesem Heftchen, wo drin steht, was drin ist, halt wirklich richtig viele Informationen drin stehen. Die haben super viele limitierte Editionen auch in der französischen Variante, ne? Finde ich total cool. Und dann wird auch immer mal wieder so das Team vorgestellt. Also ich finde es sehr, sehr liebevoll. Und hier auch nochmal eine ganz coole Geschichte. Es gibt wieder eine PMD-Kooperation und das ist erfahrungsgemäß immer super geil vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, ne? Dann haben wir hier auch immer wieder Rabatte mit dabei. Und wenn man Abonnent von der Blissim-Box ist, dann bekommt man da in dem Online-Shop halt per se irgendwie 15% Rabatt auf alles immer. Und dann gibt es halt immer wieder diese Aktion, dass du es noch vergünstigter bekommst. Also von daher, ich hänge echt an der französischen Variante, muss ich gestehen. So,
Dann habe ich hier was mit Fotos mit dabei. Foto Web Explicime, Votre Livre Photo Offert. Also du kannst hier irgendwie ein Fotobuch oder so bekommen. Frage ist halt, ob die dann auch wirklich nach Deutschland liefern. Der Code gilt auch nur bis zum 31.07. Das heißt, da weiß man jetzt nicht unbedingt, ob man den Sommerurlaub damit reinbekommen könnte. Und du bekommst hier ein Buch, was aus 24 Seiten besteht. Das finde ich eigentlich ganz cool, ne? Also theoretisch könnte man da sparen, aber ich glaube eher weniger, dass ich das beim Wert mit dazu rechnen werde. Hier haben wir den Inhalt der Box. Wir haben meistens nicht so wirklich Füllmaterial oder so mit dabei, ne? Ich nehme mal das erste raus, was wir halt ja auch schon uns aussuchen durften. Also da wussten wir auch, dass es drin ist. Von Pompon hatten wir schon mal eine Mascara mit dabei. Jetzt haben wir einen Lippenstift dabei. Ich habe mir hier auch eine Farbe ausgesucht. Nur welche? Bois de Rose. Genau, das ist eigentlich immer so meine Farbe. Alles, was rosenmäßig ist, ist echt mein Ding. Ne? Es fühlt sich recht billig an, muss ich gestehen. Obwohl das, glaube ich, recht hochwertig sein soll. Ja, ein tragbarer Ton. Ne? Also nichts, was ich jetzt noch nicht in meiner Sammlung drin hätte. Muss ich mal gucken, ob ich das beim Full Face Beauty Boxen ziehen werde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, über 20 Euro soll das Ding kosten. Ne? Ja, 26 Euro habe ich euch ja auch eingeblendet. Also im Prinzip teurer als MAC. Muss man sich reinziehen? Würde ich persönlich jetzt nicht so sehen. Mein Freund deckt gerade den Tisch. Ich muss zusehen, dass ich hier das Unboxing fertig kriege. Kann es gleich lecker essen. Von Bahia habe ich hier Delirium Floral Iris Patchouli, eine Körpercreme mit Avocadoöl, Pépine de Figure de Barbarie, was auch immer, eine Bodycreme. Prickly Pear Oils. Was war nochmal Prickly Pear? Weiß ich nicht. Drachenfrucht? 25 ml sind hier auf jeden Fall drin. Werde ich ausprobieren, werde ich euch im Aufgebraucht-Video was zu erzählen können. Und dieses Bahia ist auch immer sehr natürlich, ne? Und dann so florale Düfte, finde ich geil, mag ich gerne leiden. Muss ich ausprobieren. Riecht richtig gut. Oh, ja, das mag ich. Das wird mir gut gefallen, auch wenn das wahrscheinlich vielleicht für ein, zweimal reicht, ne? Weil 25 ml ist echt wenig, echt wenig. Ich habe heute einen Concealer drauf, da waren 25 ml drin. Muss man sich mal reinziehen. So, dann habe ich hier eine Creme mit dabei von Mimitika. Auch das ist so eine, so eine Marke, die ich nur in der Blissim-Box finde, so, ne? Creme Visage Auto Bronzant. Oh, oh. Eine Self-Tanning Face Cream. Okay. Ist wahrscheinlich eher weniger was für mich. Mit Rousseau-Öl, was auch immer Rousseau ist. Natürlichem DHA, 97% natürliche Inhaltsstoffe. 10 Gramm sind hier drin. Also eigentlich total passend jetzt für die aktuelle Zeit, wenn man eine selbst bräunende Creme hat. Und ich finde auch 10 ml würden da tatsächlich echt reichen. Ich verwende, wenn dann, nur den Selbstbräuner-Booster von Beauty Mates. Bin ich ehrlich, da habe ich einfach super gute Erfahrungen gemacht, dass da einfach nichts fleckig wird oder so. Und deswegen lasse ich dann von solchen Produkten eher die Finger. Da bin ich jetzt ein bisschen, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Auch wenn das hübsch aussieht. Aber nee. Better not. Dann habe ich hier was mit dabei für die Haare, was ich richtig geil finde. Von Moroccan Oil, 10 ml. Ist das, ja, das kennt man ja, ne? Dieses typische Arganöl, was du so in die Haare reinmachen kannst. Du kannst auch, wenn du ganz wild bist, sowas auf den Körper geben. Aber das klebt mir dann ein bisschen zu sehr. Ich mache mir das super gerne in die Haarlängen, Haarspitzen mit rein. Gerade wenn, das liegt noch Schnee aktuell. Wenn jetzt so Sommer, Frühling, ne, die Sonne rauskommt und dann die Haare gegebenenfalls sonnengeschädigt werden. Oder wenn man jetzt über Ostern vielleicht irgendwo in Urlaub fährt und da dann irgendwo die Haare in einem Salzwasser drin hat und so, dann trocknen die einfach eher nochmal ein bisschen aus. Da kann man das sehr gut gebrauchen. Also von daher ist es sehr gut in dieser Box jetzt aufgehoben tatsächlich, ne? Und das letzte, was ich hier drin habe, ist ein Parfum. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Das ist das fünfte Produkt auch tatsächlich. Juliet Has a Gun Magnolia Bliss ist das Parfum. Schaut so aus. Also das ist die Verpackung. 5 ml sind hier drin. Normalerweise, ab und an haben wir hier auch mal so kleine Parfümpröbchen dabei, so 1,2 ml Viecher, ne? Die sind dann preislich nicht aufgeführt. Das hier mit 5 ml wird schon aufgeführt sein, aber das ist auch ein Sprayer, das ist relativ groß. Das finde ich schön. Das wird auch ins Full Face Beauty Box mit aufgenommen werden und dann kann ich euch da auch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich kann es ja mal düften, warum eigentlich nicht? Riecht jetzt erstmal sehr alkoholisch. Sehr, sehr intensiv. Sehr intensiv. Okay, ja, floral.
Aber schwer. Also das ist ein schwerer floraler Duft, aber nicht zu süß oder so. Also das könnte tatsächlich auch der einen oder anderen gefallen, die eher so auf etwas maskulinere Düfte zum Beispiel steht, würde ich sagen. Ja, wobei jetzt kommt es ein bisschen blumiger noch nach. Na, ich blende euch auch mal die entsprechenden Noten ein. Man riecht schon das Blumige damit raus, ne? Ja, schon. Aber es riecht gut. Ich mag es leiden. Also für mich ein guter Duft, den werde ich auch aufbrauchen. Definitiv. Also das sind jetzt die Produkte, die wir in der Box drin hatten. 5 Produkte halt, ne? Ich fand natürlich die Box letztes Mal viel, viel geiler, weil wir eine Foundation drin hatten. Ist klar, ne? Aber wir haben jetzt hier einen schönen Lippenstift mit dabei, der eine tragbare Farbe hat, die man sich aussuchen konnte. Wir haben ein cooles Parfum mit dabei. Ich bin sehr gespannt, ob Unbox Butterfly Nicole die gleichen Produkte auch drin haben wird. Da werde ich bei ihr mal vorbeischauen, sobald sie das Unboxing auch hochgeladen hat. Ja, die Self-Tanning Face Cream ist nicht so mein Ding. Die Body Lotion finde ich hingegen richtig geil. Und auch diese Moroccan Oil Geschichte, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass mein Beauty-Profil hier stark gegriffen hat, weil ich halt auch geschrieben habe, dass ich auf so florale Düfte stehe. Deswegen bin ich gespannt, was Nicole so drin haben wird, ne? Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing von der Blissim Box, der französischen Variante April. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!